So, hallo, da bin ich mal wieder. Hier aus Stargate Network. Ich habe mir das mal vor Ewigkeit mal runtergeladen gehabt und mittlerweile gibt es keinen offiziellen Download mehr, weil MGM da den Stecker gezogen hat, aber ich habe hier noch eine Download-Datei gefunden bei mir noch. Ja, und jetzt konnte ich mit der Unreal Injector Mod einfach mal Stargate Network mal machen. Ich drücke hier mal Play. Nee, das war Einstellung, das war irgendwie falsch. Irgendwie kann ich gerade nicht wirklich mit dem Gamepad hier steuern. Weiß nicht warum. So, wo gehe ich hin? Oh, Stargate. Ui. Oh, da kann ein schlecht werden. Geil. Oh, ich kann nicht mit dem Dings hier steuern. Dann muss ich hier mit Maus und Tastatur. Oh, hier ist ganz schön. Oh, ich weiß nicht. Nee, das sieht man doch nicht. Ich habe voll das asynchrone Space Warp oder was auch immer. Oh, sobald ich mich drehe so, dann wabert total das Gitter so. Naja, egal. Solange man das nicht auf dem Ding sieht. Oh. So, hier ist weh. Hier ist weh. Aber ich könnte ein bisschen tiefer vielleicht mal so. Wir machen das nochmal so. So. Das geht so komischerweise hier. Solche Sachen mit dem Gamepad hier so einzustellen, hoch, runter, links, rechts. Aber so zocken selber geht irgendwie nicht. Vielleicht muss ich den ja erst hier noch bei Unreal-Dings hier irgendwo einstellen. Dass ich mit dem Gamepad zocken kann, Input. Kann ich mit meinem Controller hier spielen? Mit meiner. Nö, irgendwie auch nicht. Da kann ich auch nur das gleiche machen wie mit dem Gamepad. Na gut, nehme ich halt das dazu und mach's. War doch ein bisschen niedrig, so. Warte mal, so. Boah, geil. Ich stehe vor diesem fetten Stargate, nur irgendwie läuft das Ding oben. Guck mal, jetzt ist das ganz weg. Wie ich das wiederbekomme, falls ich es brauche, weiß ich nicht. Ah, das sieht so cool aus, ey. Oh. Das ist natürlich das nach oben unten gucken, das ist jetzt ein bisschen suboptimal. Naja. Ich will hier rein. Oh, das Stargate Center hier. Computer und so die ganzen Sachen, ey, die haben ja schon echt was rausgehauen gehabt, ne? So schade, dass MGM da gesagt hat, hier, ihr baut jetzt hier nicht mehr weiter, weil ihr keine Rechte habt. Die mussten die ganze Website stilllegen, ey, das fand ich so schade. Work in progress, Apple. Ja, ja. Hier ist leider nichts mehr Work in progress, aber vielleicht arbeiten die ja noch heimlich hinten so dran so. Und tauchen dann irgendwann auf. Aber wenigstens haben die über uns überhaupt schon mal so ein Leckerbissen gegeben. Ey, das sieht so cool aus hier, so im VR, ey. Stargate Network. Ich hatte dazu ja damals schon mal ein Video gemacht zu Stargate Network. Aber es war halt leider alles nur flat. Obwohl die Entwickler selber, die hatten ja immer solche Events gehabt da und so, ne? Also wo auch die Schauspieler von Stargate teilweise auch mal da waren. Hier der Rodney McKay zum Beispiel war ja auch da. Und da haben die auch eine VR-Version gespielt gehabt. Ist jetzt doof, ich habe jetzt hier kein Dingens, kein Pointer hier. Das kann ich hier natürlich nicht. Ja, hier war was, oder? Ich weiß halt leider nicht, was ich hier drücken muss. Ach, mal jetzt. Habe ich die Tür hier geschlossen. Na, ich bin so groß. Warte mal, ich muss mich noch ein bisschen kleiner machen, glaube ich. Ach ne, jetzt guck mal, jetzt kann ich hier mit dem Gamepad laufen. Ach, geil. Weiß nicht, wie das jetzt passiert ist, aber. Ach, weil ich das Menü wahrscheinlich zugemacht habe.
Tja, ich habe keine Ahnung, wie ich das wieder aufbekommen soll. Ich fühle mich ein bisschen groß. Nicht ein bisschen. Turn on. Ach, guck mal, hier kann man auch die Lichterleiste da anmachen. Ja, ohne so einen Navi-Punkt, also Fadenkreuz so. Ein bisschen schwierig so. Wie war nochmal der Code? Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Ab ins Stargate. Boah, es leuchtet, es rattert und macht und tut und. So geil, oder? Aber es hakt ab und zu mal. Chevron 3 ist aktiviert. Dieser Kleine, oder? Ah, jetzt Chevron 4 ist aktiviert. Chevron 5 ist aktiviert. Oh, Leute. Hier geht's gleich in Savannah hier. Wenn ich hier stehen bleibe und dieses Ding hier kommt hier raus, dann bin ich tot. Können wir das mal machen, wenn das rauskommt? Einfach mal stehen bleiben. Einfach nur um zu zeigen, dass es geht. So wie in der Serie. Oh, der 6 ist aktiviert. Und jetzt Stefan 7. Oh, ich hoffe ihn richtig. Die Scheiße drin. Nein! War falsch. Ich muss gucken. Ich habe ihm das nämlich geschickt. VUD. Punkt. Dieses Häkchen da, neben der 1. MQ. Nochmal. Nochmal mit der QWERTY-Tastatur muss man das ja machen. So, jetzt muss ich auch irgendwie erstmal bloß wieder Computer stehen. Da stand irgendwas. Hä? Ja, ohne Fadenkreuz ist halt gerade echt kacke. Ich weiß nicht, wie man das hier aktiviert. Zum Beispiel das ganze Unreal-Menü da weggemacht habe. So, V. Hallo? Jetzt macht er hier gar nichts mehr. Oh, ich muss erstmal wieder ins Spiel navigieren hier so. So, jetzt hoch. So, V. U. D. Punkt. Häkchen neben dem Ding hier. M. Q. Enter. Enter. So, nochmal von vorne. Jetzt muss das aber laufen hier. Ja. Auf ein neues. Chevron 1 ist aktiviert. Komm ein bisschen rein. Chevron 2 ist aktiviert. Oh, es geht los. Ey, wir gehen jetzt stoppen. Ich bleib hier einfach stehen. Chevron 3 ist aktiviert. Es gibt sogar neue Chevrons. Hier unten sind nämlich auch noch zwei eigene Chevrons. Chevron 4 ist drinne. Leute, es geht los. Wir werden sterben. Chevron
Chevron 5. Chevron 6 ist aktiviert. Oh, jetzt kommt der 7. Chevron. Oh, ich werde hier stehen bleiben und jetzt wird mich dann das Ding ja einfach nur wegboosten. So. Boom! Ups, you did. You died. Oh, schnell nochmal loslaufen, bevor da wieder zugeht. Ha, guck dir das an, ey. Wow. Und wir rennen da rein. Ha, geil. Das, ich liebe das hier. So, ich bin auf Abydos. Ich muss erstmal hier Daniel Jackson suchen. Der war hier irgendwo verschollen. Und krank war der, glaube ich, auch. Hatte Schnupfen. Das sieht so cool aus in VR, ey. Ich will auch Halo so in VR spielen können. Also mein ganz normales Halo einfach so an Injektor an und dann zocken. Aber nö, geht ja mal wieder nicht. Dö, 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 dö. Komm auf Abydos. Fühlt sich wie zu Hause. Kann ich auch schneller laufen irgendwie? Ne, ich glaube nicht. Oder? Kann ich hüpfen. Oh, warte mal, hier konnte ich, oder? Oh, hier kann ich das Unreal-Ding anmachen, wenn ich die Sticks reindrücke, so. Ah, cool. Hier hinten müssten noch zwei Planeten zu sehen sein, hinter der Pyramide. Ich gehe mal hier hoch. Aber wie gut das in VR ist, so hier, als wäre das natives VR jetzt gerade, so. So richtig so mit Sechsdorf, so. Guck mal da, die Planeten da am Ende. Das ist ja cool, ne? So, jetzt weiß ich aber nicht mal, wie ich zurückkomme oder in andere Welten, weil ich auch kein Fadenkreuz habe. Es sei denn, ich benutze einfach meine. Aber dann, wenn ich das wegmache, ist die Maus weg halt, ne? Kann ich so weiterlaufen jetzt? Ja. Irgendwie ist meine Tastatur im Arsch. Irgendwie, immer wenn ich laufen will, bleibt sie stehen. Muss mir echt mal wieder Neues holen. Meine ganzen anderen Tastaturen sind auch irgendwie hinübergegangen, so. Brauch mal was Vernünftiges. Diesmal irgendwann, also wenn ich mir jetzt mal wieder Tastatur und Maus kaufe, kabellos, dann aber irgendwas mit Licht. Also wo ich auch im Dunkeln dann mal die Tasten sehen kann. Weil ich habe jetzt nur so ganz normale Standardsachen. So, hier weiß ich aber nicht mehr. So, warte mal. Wie das hier war. Keine Ahnung. Ich sitze hier für immer fest, Leute. Deswegen gehe ich jetzt hier wieder offline. Ne? Ich kann euch gerne den Download nochmal mit verlinken, wo ich das her habe. Und dann sage ich mal schau, schau. Vielleicht schaffe ich es ja nochmal wieder zurück nach Hause in der Zwischenzeit. Also dann, ich wink gerade, das seht ihr gerade nicht. Ne? So, also dann. Tschüss. Wo ist denn hier der OBS? Ja, hier. Ciao.